Hi, ich bin Leon, ich bin Steuerassistent bei der Kanzlei Jung Partner und ich wollte euch heute mal zeigen, wie so ein Kanzleitag bei uns aussieht und dann kommt mal mit. So, morgens hier angekommen, geht es für mich erstmal hoch ins Büro in die 24. Etage. Jetzt sind wir angekommen in unserem Büro im 24. Stock. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal los. So, hier oben angekommen geht es für mich erstmal in mein Büro. Da mache ich erstmal den PC an. Nachdem der PC hochgefahren ist, geht es für mich jetzt allererstes in die Küche, wo ich mir einen Kaffee hole und dann startet der Arbeitsalltag erst so richtig. So, nachdem ich im Büro wieder angekommen bin und erstmal alle offenen To-Dos geklärt habe, geht es für mich jetzt in Zoom-Call mit meinem Teamleiter, der in Köln sitzt, wo wir erstmal alle offenen Fälle besprechen werden. Da ich euch leider da nicht mitnehmen kann, weil wir sensible Daten besprechen, würde ich euch vorschlagen, ihr könnt mir aber trotzdem mal über die Schulter schauen. Ich telefoniere nicht nur mit meinen Kollegen, sondern meist noch mit den Mandanten, wo es oft zu schwierigen Fragen kommt, aber auch manchmal zu Fragen, wo man auch einfach den Kopf schütteln muss, wie zum Beispiel letztens, wo mich ein Mandant angerufen hat und gefragt hat, ob er sein Krokodil als Wachhund absetzen kann. Was meint ihr? Funktioniert das mit dem Krokodil? Oder was war eure lustigste Erfahrung mit dem Mandanten? Schreibt es einfach mal in die Kommentare und kleiner Spoiler-Alarm, das mit dem Krokodil funktioniert. Nach einem kommunikativen Vormittag und vielen Meetings geht es für mich jetzt erstmal in die Mittagspause. So, nach der Mittagspause mit meinen netten Kollegen beim Italiener um die Ecke geht es für mich jetzt direkt weiter. Ich werde jetzt einen Jahresabschluss erstellen für den zuständigen Steuerberater. Diesen werden wir im Nachhinein besprechen und dann auch direkt einen Mandanten rausschicken. So, der Jahresabschluss ist fertiggestellt. Für mich geht es jetzt erstmal weiter in Videocall mit dem Mandanten. Wir sehen uns dann später. Der Grund, weshalb wir digital arbeiten, liegt natürlich auf der Hand. Der Steuerassistent und der Steuerberater können beide auf die ganzen Unterlagen des Unternehmens zugreifen und den Mandanten auch proaktiv direkt beraten. Wenn der Mandant Rückfragen hat, können wir diese auch sofort beantworten, weil uns direkt alle Unterlagen vorliegen. Das ist auch egal, ob es sich da um E-Commerce oder um eine Immobiliengesellschaft handelt. So, das war es auch schon mit einem kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Ich konnte euch nicht überall mit hinnehmen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn auch ihr Steuerassistenten seid und nach einer neuen Karrieremöglichkeit sucht, schaut doch mal auf der Seite jung.com/karriere vorbei. Vielleicht ist auch für euch was dabei. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache jetzt Feierabend. Tschö.